für den Villach. Und jetzt Simon Amann, der Zweite im Gesamtweltcup. Wenn er jetzt hinter Martin Koch bleibt, dann ist Thomas Morgenstern Weltcupsieger. Definitiv. Der ist forciert. Wieder über den Schwerpunkt rausgegangen. Ist das noch ausgegangen? Ja. Oh, wo fliegt der hin? Simon Amann, also der klammert sich wirklich auch noch an den letzten Strohhalm. Unglaublich. Das ist wirklich eine Gratwanderung. 1 km/h mehr jetzt wie im ersten Durchgang, die 2 Lücken mehr. Der gleiche Sprung extrem über den Zechen vorn aus, macht Richtung Geschwindigkeit. Und jetzt passt. Der Ski hat gebissen. Sagt, das heißt, er kommt nur, der hat einen schönen Auftrieb da und geht dahin. Und schaut, bleibt vorne und setzt nein, ja. So wie wenn nichts war. Er springt 238. Der kommt sogar einmal 20-0. Ja. Und ich sage halt jetzt einmal, wir werden nicht den Durchgang alle von der Lücken sehen, das bin ich überzeugt. Na schauen wir mal, der norwegische Punkterichter, der Mr. Hey. Kritisch hat ihm einen 20er gegeben, dann kriegt er noch 2x19,5 und 2x19,0.